Man erzählt sich, in einer regnerischen Nacht wie heute kommt er. Er ist dort, wo Bäume die Sicht bedecken und der Nebel ihm Schutz bietet. Lautlos schleicht er heran wie eine Katze. Wenn seine Opfer ihn sehen, ist es zu spät. Ein Gefühl von Angst und Wohlbefinden erfüllt sie. Sie gehen auf ihn zu, wissen aber nicht warum. Er hält sie in seinem Arm, dann verschwinden sie. Was mit dem Auserwählten passiert, weiß niemand. Seine Arme kann er unendlich weit dehnen. Sein Körper wirkt übergroß und schlaksig. Er trägt einen schwarzen Anzug mit roter Krawatte. Sein gesichtsloser Kopf wirkt wie von einer Puppe. Dennoch nimmt er dich wahr. Pass auf, auch hinter dir kann er eines Nachts stehen. Das, meine Freunde, ist die Legende vom Slenderman. Nehmt euch in Acht. Die Geschichte vom Slenderman begann im Juni 2009, als auf Something Awful ein User auf die Idee kam, selbstgebastelte Fotos ins Netz zu stellen, auf denen angeblich paranormale und unheimliche Phänomene sein sollten. Das Ganze verstand sich von Anfang an als harmloser Spaß, der auf die Kreativität und das Können zahlreicher Photoshop-Benutzer abzielen sollte. Doch schon kurz darauf wendete sich das Blatt, als ein User namens Victor Search zwei Bilder des sogenannten Slenderman postete, welcher angeblich immer erscheint, kurz bevor Kinder spurlos verschwinden. Ehe man Schlendern sagen konnte, wurde aus den Bildern ein Mythos und eine berühmte Legende, welche sogar ihren Weg in Minecraft unter dem Namen Enderman fand. Es gibt sogar ein paar Free Games, welche sich mit diesem Thema befasst haben, und das hier ist das Beste von allen. Und das gruseligste aller Horrorspiele. Sagt man jedenfalls. Das Phänomen Slender begann in den USA und schwappte dann irgendwann nach Europa über. Es hat eine Schneise der Angst hinter sich gelassen. Ob diese berechtigt ist, werden wir heute herausfinden. Die Handlung. Alleine in einem uns unbekannten Wald sollen wir 8 Zettel einsammeln. Von Anfang bis Ende des Lebens gibt es keine Erklärung vom Spiel, was die Frau, unser Charakter, in dem Wald zu suchen hat, warum wir Seiten suchen sollen und warum der Slenderman hinter uns her ist. Kenner der Legende um den Slenderman werden zumindest etwas Ahnung davon haben, was hier eigentlich gespielt wird. Der Rest wird es als einen einfachen Horrortrip im Wald empfinden. Das Gameplay. Einfach, aber genial. Die Steuerung ist schnell erklärt. WASD benutzen wir zum Fortbewegen, Q und E lassen uns rein- und rauszoomen, was eigentlich keinen Gebrauch findet, die linke Maustaste dient zum Einsammeln der Seiten und die rechte zum Benutzen der Taschenlampe. Wer dies ändern will, kann das im Startfenster machen. Ein Hut sucht man vergebens, was aber auch unnötig gewesen wäre, da man bei zu langem Ansehen des Slendermans bzw. dem zu nahe kommen von jenem sofort stirbt und die Taschenlampe immer dunkler wird, wenn die Batterie leer wird. Ansonsten gibt es nicht wirklich etwas, worauf man achten muss, und mehr braucht es auch nicht, um ein gutes Horrorerlebnis zu haben. Wiederspielwert soll durch freischaltbare Modi geschaffen werden. Zum Zeitpunkt dieser Review ist allerdings noch nicht klar, was diese Modi tatsächlich ändern sollen. Die Grafik. Bei der Grafik hapern viele Free Games und Slender ist eine halbe Ausnahme. Als Grafikgerüst hält die Unity Engine her, welche nicht gerade vor Power und Möglichkeiten strotzt, aber bei richtiger Programmierung doch ziemlich schön aussehen kann, was hier der Fall ist. Die Umgebungsmodelle und Texturen sehen schön aus und durch das Taschenlampenlicht und dessen Schatten bekommt es noch einen Beklemmtheitsbonus. Außerdem kann man das Spiel locker auf einem 10 Jahre alten Laptop spielen, weil die Unity Engine halt so Hardware genügsam ist. Dank 6 Qualitätseinstellungen im Startmenü und 2 weiteren im Spiel kann man die Leistung an seinen Rechenknecht super anpassen. Der Sound. Wenig Musik, viel Wirkung. Bei einem Horrorspiel steht und fällt der Grusel mit dem Sound. Hier hat das Spiel die gute Idee gehabt, keinen richtigen Soundtrack einzubauen. Mit immer mehr Seiten wird der Sound immer beunruhigender und immer schlimmer. Das erzeugt einfach nur Angst. Pure Angst. Nimm dir daran mal ein Beispiel am Leben.
Fazit: Mach das Licht aus, verschließe die Tür hinter dir, setz dir Kopfhörer auf und versetze dich in dieses grandiose Spiel. Das Spiel will dir Angst vorm Unbekannten machen und das hat es drauf. Grafik und Sound lassen sich einen ständig fragen, ob hinter dem nächsten Baum der Tod wartet. Selten hat man nach dem Spielen immer noch Angst vor dem, was man im Spiel begegnet ist, trotz oder vielleicht auch gerade wegen der nicht erzählten Story. Wer Lust auf Horrorspiele und ein Interesse an Internethüten hat, muss sich dieses Spiel auf jeden Fall ansehen. Und da es gratis ist, gibt es auch keine Ausrede.